Da wir A ja abgeschlossen haben. D. Hey, ich hab mich schon gefragt, ob ich dich raushole. Dein Adrenalin und Blutdruck sind erhöht und das beeinflusst deinen Puls und deinen Hormonspiegel. Serotonin und Oxytocin ganz besonders. Was ist denn da drin passiert? Aya ist hier. Wer ist Aya? Ayeks Frau. Ich fühle ihre Anwesenheit. Du kannst sie fühlen? Das ist sicher der Sika-Effekt. Außer bei Erinnerungen erlebst du auch seine Emotionen. Nein, du Trottel. Ich glaube, sie ist wirklich hier in der Höhle. Haare haben sich dieselbe Gruft geteilt. Noch eine Mumie? Und wann melden wir das an Abstergo? Gar nicht. Gefunden habe? Ich werde es melden, wenn du es nicht tust. Sienna, nein. Dann kassieren sie doch die Lorbeeren. Und ich bleib wieder außen vor. Okay. Da. Was ist denn? Der Sika-Effekt führt mich zu Aya. Oh, klasse. Treibstoff für deinen Superheldenkomplex. Also geht's doch nochmal weiter. Sie ist da unten. Es wird Zeit für einen Todessprung. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mit wem redest du? Bayeks Mumie. Das ist eine richtige Drahtstante. Was für ein Sprung? Du bist nicht in der Verfassung für irgendwelche Sprünge. Doch. Verdammt, ist das kalt. Ich hatte recht, sie ist hier. Da bist du ja, Gott sei Dank. Ich kann fast das Blut schmecken. Oh, okay, du redest ganz schön wirres Zeug, Layla. Wir müssen Meldung machen. Noch nicht. Noch nicht? Wann dann? Tja, ich hab nicht vor, hier unten zu versauern. Ja, dann klettern wir aber wieder hoch. Was hast du jetzt wieder vor? Klettern. Und das ist schwer, also sei still, okay? Schön. Sag Bescheid, wenn du oben ankommst. Okay. Wir müssen also aus dieser Höhle kommen. Hier unten zumindest. Hier wäre eine Möglichkeit. Da. Oder was? Ich gehe wieder rein. Wieso? Ich habe eine DNA-Probe. Ich will in ihre Erinnerungen. Ich verstehe deine Aufregung, aber je mehr Risiken wir eingehen, desto schlimmer kann es enden. Es geht um meinen Traum. Ich mache das auf meine Art. Wir sollen jetzt auch wieder rein, Robert. Wir machen es in der nächsten Folge. Vielleicht in der nächsten Folge. Manchmal gehst du mal einen ziemlich auf den Sack, weil du die ganze Zeit versuchst, mich zu stupsen. Warte, Kinder, geh mir bitte nicht auf den Senkel.
So, wer es vielleicht nicht gemerkt hat, dass in der letzten Folge ein kleiner Schnitt ist, beziehungsweise ich den richtigen Schnitt. Dass ich den richtigen Schnitt nicht gefunden habe. Also ich habe euch das mit der Schlange in eine Folge gepackt und das ganze Ding geht jetzt in eine noch weitere neue Folge. Und da ich vergesse aber aufzunehmen, muss ich gerade ein bisschen schnipseln, aber es geht schon irgendwie, manchmal kriegen wir es hin. Ja, was ist das hier? Warte mal. Verdammt, meine Papiere sind überall. Ups, etwas Wichtiges? Ja, die Notizen zum Animus. Der Generator hält durch. Gut gemacht, Layla. Absterus Entwurf für den portablen Animus ist immer noch scheiße. Du hast trotzdem gerne dran gearbeitet. Der Entwurf für meinen Umbau der Dialyseeinheit. Braucht einen größeren Flüssigkeitsspeicher. Du brauchst ein größeres Stück Tape auf deinem Mund. Boah, sei nicht so aggro. Das Problem, ich habe natürlich keinen Adlerblick. Ayas DNA muss in den Animus. Ja. Ich sage. Der Entwurf des genetischen Sequencers ist nie ganz fertig geworden. So, ich gucke mir gerade nur irgendwie den Papier an. Der Generator hält durch. Gut gemacht, Layla. Ich glaube, wir haben alles. Ich gebe Ayas DNA in die Kammer. Die Sequenzierung wird dauern. Du kannst dich nicht direkt mit ihm synchronisieren. Bitte was? Wenn du unkontrollierte Sequenzen zusammenmischt, wird der Übergang zwischen den Erinnerungen unvorhersehbar sein. Unvorhersehbar ist völlig okay für mich. Ja? Ich mache mir Sorgen. Das machst du immer. Dann rein mit dir. Jo, möchte ich. Tut mir leid, ich bin gerade ein bisschen allergisch erkältet. Ich sag's doch, der Animus hat Ayas DNA noch nicht verarbeitet. Gut, gut. So, ich guck mal, bis. Was ist denn? Die Schlange. Was, wenn er nicht der Letzte war? Natürlich war er der Letzte. Sie sind alle tot. Es ist getan. Wenn du noch Fragen hast, Apollodorus kann helfen. Er weiß alles. Und wo finde ich diesen Mann, der so viel weiß? Er ist bei Kleopatra, aber trifft zuerst seinen Kontakt beim Hippodrom. Hey! Ich sage Phanos, dass Gennadios tot ist und treffe dich später. Das Hippodrom und verspiel nicht dein ganzes Geld da. So, das Geld gerade nicht verfügbar.
Jetzt. Ich wollte eigentlich mal kurz zum Händler. Wir haben noch mehr als genug Nebenquests offen. Such gerade, wo war da was, wo Räder war. Aber kurz, ich muss ja kurz hier das Ding öffnen. Den Schnellreisepunkt aktivieren. So, Weltkarte natürlich aktualisiert. So. So, die nächste Aufgabe hätten wir hier, gibt es Magi. Nö, bleibt so, wie ist es. Ich wollte jetzt Feierabend machen, kurz. Aber wie gesagt, ich will doch ganz kurz nochmal schnell bei Reda vorbei schon. Eigentlich. Wo war der Typ? Warte, ich hab das. Warte, ich muss jetzt tatsächlich mal kurz nachgucken. Gut, wir haben sie tatsächlich alle weg. Normaler Gegner weg. So, jetzt sage ich tatsächlich gerade mal die Räder Dings.
So. Naja, weiter, fertig wird's. Haben wir das? So, hier kann ich wahrscheinlich die Leute töten. Was ich denke. War der nicht irgendwo in der Pfanne oder in der Ecke? Nee, das ist wahrscheinlich Wendemung, ne? Ich hätte gerne mal reingeguckt in seine Kiste, was er hat. Palast. Warum steige ich eigentlich schon wieder hier rum irgendwo? Nee, das lassen wir auch so sein, wie es ist. Das war eigentlich nicht so gedacht jetzt. Gerade, dass ich... Ist das hier? Die alten Zeiten. Na gut, ich hatte immer mal feiern. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und dann gucken wir mal, was wir als nächstes machen. Wahrscheinlich eine tolle Aufgabe, die für Ägyptens Magi ist. Eine Hauptquest. Bis dann.